Vorne tat sich nicht viel. Stanaway klebte an Sørensen, ohne auch nur einmal einen ernsthaften Angriff zu wagen. Aber der Däne blieb immer in Schlagdistanz. Bis die erste Überrundung anstand und Luka Janakone zum Zünglein an der Waage wurde. Sørensen konnte locker passieren, aber Stanaways Weg vorbei führte geradewegs durchs Kiesbett. Kein Vorwurf an Janakone. Ich hatte halt einen ziemlichen Geschwindigkeitsüberschuss und wusste einfach nicht, wo ich hin sollte. Als ich dann links vorbei wollte, war die Kurve halt zu eng und so musste ich eben durch den Kies. Sørensen in der Folge enteilt, Stanaway musste sich diesmal mit Platz 2 begnügen. Immerhin kam er aber ins Ziel, andere hatten da weniger Glück. Ein ganz böser Abflug von Toni Halbig. Allonday erwischte den Motorparkpiloten beim Überholversuch am linken Hinterrad. Die Folgen sehen Sie selbst. Und es sei schon mal gesagt, Halbig blieb tatsächlich völlig unverletzt. Ich weiß immer noch nicht genau, was passiert ist. Unsere Reifen haben sich berührt und dann sah ich ihn auch schon fliegen. In so einem Moment läuft es einem natürlich kalt den Rücken runter. Das war schon hart. Mit freundlicher Unterstützung der Streckenposten konnte Halbig aus eigener Kraft das Fahrzeug verlassen. Um eine etwas unschöne Erfahrung reicher. Ja, es geht ziemlich schnell eigentlich. Danach kann man das auch gar nicht mehr so realisieren, was da genau passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich mich 4 oder 5 Mal unterschlagen habe oder nur einmal. Kann man nicht so richtig sagen. Man hofft eigentlich nur, dass es schnell vorbei ist und dass nichts Hartes im Weg steht. Auch seinem Sieg stand danach nichts mehr im Weg. Zum zweiten Mal in dieser Saison heißt der Sieger Marco Sørensen.